Ich heiße Sarah Drew und bin Kunstrestauratorin im Center Art Studio in New York City. Mein Team und ich werden Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie wir einen über 250 Jahre alten französischen vergoldeten Holzrahmen restaurieren. Dieser Rahmen wurde uns von einem Privatkunden zusammen mit einem Gemälde zur Restaurierung übergeben. Der Rahmen war extrem schmutzig, als er zu uns kam und musste strukturell sehr stark repariert werden. Viele Ornamente fehlten. Wenn wir den Rahmen reinigen, beginnen wir mit der Rückseite. Auf der Rückseite gibt es viel Harz. Deshalb kratzen wir das Harz mit einem Skalpell ab. Es handelt sich wahrscheinlich um irgendeine Art von Polyurethan aus einer früheren Restaurierung. Dieser Stoff ist schwer zu entfernen, daher ist das mechanische Entfernen mit einem Skalpell der beste Ansatz. Sobald die Rückseite sauber ist, drehen wir den Rahmen um und reinigen die Vorderseite. Wir verwenden häufig Wattestäbchen, um die Oberfläche eines Rahmens zu reinigen. Aber wir werden auch Mikrometallwerkzeuge verwenden. Es sind buchstäblich die gleichen Werkzeuge, die auch Zahnärzte verwenden, um in all diese kleinen Vertiefungen zu gelangen. Wir verwenden verschiedene Lösungsmittel, die den Schmutz anheben und es uns ermöglichen, ihn dann mit Wattestäbchen zu entfernen. Dieser Rahmen wurde ursprünglich wasservergoldet, also wurde hier Blattgold aufgetragen. Deshalb müssen wir bei der Reinigung sehr vorsichtig sein, denn so könnten wir die ursprüngliche Vergoldung entfernen. Wir wollen nie, dass etwas wie völlig neu aussieht. Wir entfernen den Schmutz aus den Vertiefungen, aber wir wollen nicht die ganze Patina, die sich angesammelt hat, vollständig entfernen. Wir wollen, dass man dem Rahmen sein Alter noch ansieht. Das Hauptproblem mit der Rückseite dieses Rahmens besteht darin, dass er erweitert wurde, um ein größeres Kunstwerk aufzunehmen, als für das er ursprünglich gebaut wurde. Als wir ihn zum ersten Mal sahen, wussten wir, dass wir ihn auseinandernehmen und ordentlich wieder aufbauen mussten. Um den Rahmen wieder richtig zu befestigen, verwenden wir ein Produkt namens Fischleim. Dies ist ein sehr stark konzentriertes Fischprodukt. Er ist ein sehr traditioneller Klebstoff, der in der Restaurierung verwendet wird, und er ist sehr stark. Und dann richten wir den Rahmen aus. Sobald wir das Gefühl haben, dass die gesamte Strukturarbeit abgeschlossen ist, füllen wir die fehlenden Bereiche des Rahmens aus. Drei der vier Ecken haben überhaupt keinen Eckenschmuck mehr. Zum Glück haben wir eine Ecke, die noch intakt ist. Das ist in diesem Fall ein Vorteil, denn wir können eine Silikonform von dieser Ecke erstellen und dann Nachbildungen davon gießen. Um eine Form des Rahmens zu erstellen, verwenden wir eine Silikonverbindung. Sobald sie gemischt ist, legen wir sie über einen Teil des Rahmens, den wir replizieren möchten. Sie trocknet circa innerhalb von 20 bis 30 Minuten. Sobald sie vollständig ausgehärtet ist, kann man sie vorsichtig vom Rahmen abziehen. Und das ergibt dann somit die Form des Rahmens, die man in dieser Form replizieren möchte. Wir verwenden Gips, um die Formen zu gießen. Wir haben also eine Ladung Gips angerührt. Und wir gießen sie in die Silikonform.
Sobald der Gips getrocknet ist, können wir ihn aus der Form herausholen. Um den Rahmen für die Gipsabgüsse vorzubereiten, müssen wir etwas von dem bereits vorhandenen Gips entfernen. Wir verwenden einen Hammer und einen Meißel, um eine Vertiefung auszuhöhlen, in die das neue Stück bündig in den Rahmen passt. Wir formen und verfeinern diese Gussstücke, um sicherzustellen, dass sie richtig in die Bereiche passen, in die wir sie anbringen. Wir verwenden Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen. Wir verwenden wieder Fischleim, um die Gussstücke auf den Rahmen zu kleben. Wenn wir das Gefühl haben, dass der Rahmen vollständig ist, ist es an der Zeit, mit dem Malen zu beginnen. Die erste Farbschicht, die wir auf den Rahmen auftragen, ist ein Grundierlack. Das ist venezianischer roter Grundierlack. Und er schafft eine sehr schöne rote Grundschicht für unsere weitere Arbeit. Wir tragen Blattgold auf die Ornamente in den Ecken dieses Rahmens auf. Dieser Prozess nennt sich Vergoldung. Der Rahmen war ursprünglich mit Blattgold vergoldet. Daher verwenden wir bei der Restaurierung, wann immer möglich, die Originalmaterialien, damit das Objekt so viel Ähnlichkeit wie möglich zum Original hat. Der erste Schritt beim Vergolden nach dem Auftragen der Grundierung besteht darin, ein Haftmedium aufzutragen. Dieses wird auf den Putz aufgetragen und etwa 30 Minuten lang trocknen gelassen. Jetzt wird es klebrig. Und sobald es klebrig ist, ist es bereit, das Blattgold aufzunehmen. Das Blattgold ist sehr, sehr fragil. Man darf es nicht mit den bloßen Händen berühren. Es zerbröselt einfach. Um mit ihm umzugehen, verwendet Karen, eines unserer Teammitglieder, eine Rosshaarbürste und legt sie auf das Ornament, das wir vergolden möchten. Wir verwenden auch Eichhörnchenhaarpinsel, um das Blattgold aufzutragen und sicherzustellen, dass es sich in allen Vertiefungen und Bereichen des Rahmens festsetzt. Sobald das Blattgold aufgetragen ist, beginnen wir mit dem Übermalen, um das Gold etwas abzutönen und um den Film, den wir auf dem Rahmen aufgetragen haben, zu übermalen. Wir verwenden eine Kombination aus Konservierungsfarben, die speziell für diese Art von Arbeit entwickelt wurden. Es ist einfach Trial and Error. Oftmals müssen wir die Farbe anpassen oder sie ein bisschen korrigieren. Hier fängt der Rahmen an, wieder wie ein einziges Objekt auszusehen. Als nächstes tragen wir eine Schicht Shellack auf. Diese dient als Decklack und schützt unsere Arbeit. Dadurch wirkt alles einheitlich und glänzend. Wir sind mit dem Ergebnis echt zufrieden. Wir haben viel getan, um die strukturelle und visuelle Integrität dieses Rahmens wiederherzustellen, und wir hoffen, dass der Kunde noch viele Jahre lang Freude an diesem Rahmen hat.